Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube. Es gibt seit langem mal wieder ein Video von mir und zwar eine ganz kurze Einführung in das Thema H5P. Ich mache da bestimmt noch ganz viele weitere Videos zu, aber erstmal brauche ich die für einen Workshop, den ich übernächste Woche in Hamburg anbiete und zwar auf dem Jungforum 2017. Also, was ist H5P? Kann ich in einem Satz sagen. H5P ist eine Software, mit der ich interaktive Inhalte fürs Web erstellen kann. Und nichts anderes seht ihr zum Beispiel gerade hier. Ich befinde mich nämlich auf der Website h5p.org. Und bevor ich jetzt lange theoretisch erkläre, was H5P ist, kann ich es einfach mal zeigen. Und zwar auch ganz einfach über diesen Punkt hier oben, der heißt Examples und Downloads. So, wenn ich da draufklicke, dann sehe ich eine Liste von vielen verschiedenen Sachen, die ich machen kann mit H5P. Zum Beispiel steht hier Course Presentation. Könnt ihr euch einfach fast wie der Standard heutzutage in Vorlesungen vorstellen. Ihr habt da Schaubilder, so ähnlich wie mit PowerPoint. Allerdings hier die Möglichkeit, selber tätig zu werden. Das heißt, ihr könnt etwas mit den Inhalten anstellen. Manchmal müsst ihr Fragen beantworten. Manchmal könnt ihr auswählen, wie es weitergehen soll. Ja, aber vielleicht auch noch zu theoretisch. Vielleicht zeige ich einfach mal wirklich wahrscheinlich das Populärste. Das sind die interaktiven Videos. Also so ähnlich wie Präsentationen, nur mit bewegten Bildern im Hintergrund. Und wenn ihr in letzter Zeit mal einen Online-Kurs irgendwo besucht habt, dann seid ihr wahrscheinlich auch nicht drum herum gekommen, sowas zu sehen. Und mit H5P könnt ihr euch sowas wirklich ganz einfach selber machen. Ja, also was sehen wir hier? Ihr seht im Hintergrund, oder könnt es erahnen, dass das ein Video ist, weil hier unten so eine, so eine Playerleiste ist, wie ihr sie auch von YouTube kennt. Und ich klicke einfach mal hier auf diesen Play-Button. Also, das Video läuft an und offensichtlich poppt hier was auf, wo ich auch draufklicken kann. Und naja, gut, das ist noch nicht so spannend. Ich bekomme eine Liste von Zutaten, die ich brauche, um einen Smoothie zu machen. Aber ja, schon mehr, als ich mit vielen anderen Videos machen kann. So, das Ganze läuft weiter und ihr seht hier auch in der Leiste unten so kleine Pünktchen, das heißt, da verbirgt sich auch immer was. Und hier poppt offensichtlich auf etwas auf, da steht Multiple Choice Quiz drauf. Das heißt, wenn ich da drauf klicke, bekomme ich genau ein solches präsentiert. Ich bekomme eine Frage und verschiedene Antwortmöglichkeiten. Also im Prinzip so wie hier, aber jetzt seht ihr schon eine Sache, die kann ich bei H5P einstellen, nämlich ob diese Interaktionen nur angeboten werden über so einen kleinen Knopf zum Draufklicken oder ob das Video wirklich anhält und ich jetzt wirklich hart darauf gestoßen werde, etwas zu tun und wo geguckt werden kann, ob ich vielleicht aufmerksam war. War ich natürlich nicht, weil ich gesabbelt habe, aber ich sehe hier Erdbeeren und wahrscheinlich sind das hier Blaubeeren dazwischen. Und das war zum Glück richtig. Das heißt, ich habe gesehen, das ist jetzt ein Multiple-Choice-Quiz in etwas anderer Form. Ich glaube, es heißt, weiß ich gar nicht, Select the Words, so nenne ich es einfach mal. Es gibt noch andere Sachen. Es gibt natürlich auch Lückentexte. Es gibt die Möglichkeit, Drag-and-Drop-Aufgaben zu machen. Da könnt ihr Felder definieren und diverse Bilder oder Texte müssen an die richtige Stelle gezogen werden. Das könnt ihr euch alles selber in Ruhe anschauen. Ich werde gleich zeigen, wie einfach das ist, sowas zu erstellen, so ein interaktives Video. Aber vorher zeige ich nochmal drei aus meiner Sicht ganz spannende Sachen von H5P. Und zwar diese drei Knöpfe hier unten in der Leiste. Wir fangen vielleicht mit dem in der Mitte an. Da steht Rights of Use. Man könnte es auch mit Urheberrecht vielleicht übersetzen. Und wenn ich da draufklicke, dann bekomme ich eine Übersicht mit den ganzen einzelnen Medieninhalten. Also offensichtlich ein Bild von einer Erdbeere, ein Bild von so einem Smoothie. Mit den ganzen Informationen, wie das Bild heißt, wer der Autor ist, wo ich es her habe und unter welcher Lizenz das Ganze steht. Das ist für OER ja immer ein bisschen ein relevantes Thema. Und bei H5P tatsächlich jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Medium dazufüge, sei es ein Bild oder ein Video, dann habe ich auch die Option, diese ganzen Informationen anzugeben und H5P sammelt es dann für mich und wenn ich unten auf diesen Knopf klicke, dann weiß ich als jemand, der das nicht erstellt hat, auch, okay, das sind die Inhalte und sehe auch, was ich davon wie verwenden kann. Ist also schon ganz schön. Was es noch gibt, das ist dieser Embed-Knopf. Sofern man den nicht ausgestellt hat, das kann man auch, wenn man das unbedingt möchte. Aber wenn ich da drauf klicke, ist das auch wie bei YouTube. Er spuckt mir hier so ein bisschen HTML-Quelltext aus und den kann ich auf jeder beliebigen Website einbinden und bekomme dann auch diesen Inhalt eingebunden. Das kann auch ganz brauchbar sein. Und das ist vielleicht
mit der spannendste Knopf, obwohl das sogar das später noch einfacher wird, das ist der Download-Knopf. Ich kann mir diese ganzen Inhalte, alles was hier drin ist, sei es Text, sei es Bild, sei es Video, inklusive der ganzen Programmlogik dahinter, um dieses interaktive Video irgendwie abzuspielen und um bearbeiten zu können, als Nutzer kann ich mir herunterladen und mitnehmen. Das heißt, wenn ich irgendwas erstellt habe und möchte meine Plattform wechseln, dann kann ich das tun. Also ich bin immer Herr meiner Inhalte. Warum erwähne ich das? Weil ich jetzt auf der Seite h5p.org bin, die natürlich nicht auf irgendwie Hochschulservern liegt, sondern in dem Fall wahrscheinlich, bin ich ganz sicher, aber wahrscheinlich in Norwegen. Und dann natürlich wieder andere Gesetze gelten und wer mit dem Datenschutz zu tun hat, weiß, dass es immer hakelig ist. Also was ich machen kann, ich kann nicht nur Inhalte hier anlegen oder von anderen nehmen und mir die runterladen. Ich kann bei H5P auch selber, wenn ich ein entsprechendes Wirtsystem habe, in dem Fall sind das bis jetzt Moodle, Drupal oder WordPress, kann ich mir das als Plugin installieren und kann auch da meine Inhalte komplett ablegen und anderen zum Teilen zur Verfügung stellen. So, das aber nur über diese drei Knöpfe vorweg. Zeige ich einfach mal, wie man so einen Inhalt erstellt. Das ist nämlich wirklich sehr einfach und ich glaube, das ist auch, was viele begeistert an H5P. Also ich mache das nicht auf meinem eigenen System, sondern auch hier. Und wenn ihr euch hier ein Konto angelegt habt und eingeloggt seid, dann habt ihr auch hier einen Punkt, der heißt My Account. Und da klicke ich jetzt einfach mal drauf. So, und was ihr dann seht, das ist eure eigene Oberfläche mit den ganzen Sachen, die ihr gemacht habt, in dem Fall auch Kommentare im Forum. Und wenn ihr neue Inhalte erstellen wollt, müsst ihr eigentlich nur hier auf Create New Content klicken. So sieht das Ganze aus. Ich muss dem Ganzen da so ein Sternchen dran irgendwie einen Titel geben und ich nenne es einfach mal Video, weil wir ein kleines Video erstellen wollen. Ich suche mir dann aus, was möchte ich denn erstellen. Dann bekommt ihr eine Liste, wo ihr auch suchen könnt nach verschiedenen Sachen. Und ganz oben haben wir auch schon das interaktive Video. Und das wollen wir einfach mal benutzen. Ich klicke auf Use. Und ihr seht hier viele Sachen hier unten, da könnt ihr noch guckt euch das in Ruhe an. Das stelle ich euch jetzt nicht alles vor, vielleicht mache ich dann ein extra Video nur für das interaktive Video. Ihr könnt da wirklich sehr viele Sachen einstellen. Aber was wir erstmal nur machen wollen, ist ein Video einfügen. Hier auf der Plattform, ja, wenn wir es hochladen, ist es auf 16 MB begrenzt. Aber wenn wir hier draufklicken, seht ihr auch, ich habe die Möglichkeit, einfach ein Video von YouTube einzubinden. Das heißt, ich muss das selber gar nicht hosten irgendwo auf einem eigenen Server. Ich habe natürlich eins rausgesucht, füge einfach den Link ein. Dann seht ihr, hat sich auch was verändert. Er hat erkannt, da kommt ein YouTube-Video. Und was ich dann noch mache, also hier seht ihr auch Edit Copyright. Das heißt, ne, hier könnte ich jetzt die ganzen Informationen noch angeben und H5P würde es für mich sammeln. Ja, was wir brauchen, sind Interaktionen. Also gehe ich hier auf Add Interactions und ihr seht, natürlich habe ich ein Katzenvideo genommen. Wir gehen einfach an die entsprechende Stelle, wo wir irgendwas einfügen wollen. Nehmen wir diese kleine Mieze. Suchen uns aus, was wir einfügen möchten. Das sind diese kleinen Knöpfe hier oben und vielleicht möchten wir ein My-Petrols-Quiz. Davon habe ich ja eben nur geredet. Auch hier wieder ganz viele Möglichkeiten, Sachen einzustellen. Ihr merkt, also gerade hier unten sind immer so Sachen zum Ausklappen, die sind bewusst immer erstmal eingeklappt, weil man die häufig gar nicht braucht. Aber was wir brauchen, wir müssen sagen, wann soll das Video angezeigt, die Interaktion angezeigt werden. In dem Fall gibt es immer so einen 10-Sekunden-Bereich vor, wir sagen, das Video soll anhalten. Wir möchten nicht nur so einen Knopf, sondern gleich die komplette Frage. Wir brauchen natürlich auch eine Frage. Und bei Multiple Choice auch mindestens zwei Antwortmöglichkeiten, sonst ergibt es keinen Sinn. Nehmen wir mal A1 und sagen, die wäre richtig. Und A2. Und naja, vielleicht brauchen wir noch eine dritte, sagen wir mal A3 und sagen, die wäre auch richtig. Und mehr brauchen wir erstmal gar nicht. Wir klicken auf Done und sehen, offensichtlich hat uns schon ein Feld angelegt. Das können wir jetzt noch positionieren, so wie wir es möchten. Vielleicht optisch von den Rändern ein bisschen so und ein bisschen breiter, damit wir so ein bisschen, ist das der goldene Schnitt, könnte hinkommen. Also ihr seht, so habe ich das eingebunden und ich könnte jetzt einfach weitermachen. Ich gehe an eine andere Stelle. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel hingehen und noch verschiedene andere Sachen einfügen. Aber es ist ja nur ein ganz kurzer Überblick. Wir klicken auf Speichern.
Und dann sind wir auch schon fertig. Und wir sehen hier unser Video und wir können es abspielen. Und ja, bis zu unserer Interaktion wird es ein bisschen dauern, aber wir können natürlich auch direkt hinspringen. Das Video hält an und wir bekommen unsere Fragen präsentiert. Und jetzt könnte ich sagen, okay, A1 und A2 wären richtig. Und er würde mir halt ausspucken, ob das stimmt oder nicht. Ja, so einfach ist es, Inhalte mit H5P zu erstellen. Mein Vorschlag ist, geht doch einfach nochmal hier auf Examples and Downloads und sucht euch was aus und was ihr machen könnt. Ihr müsst natürlich nicht immer bei 0 anfangen, sondern wir können ja nochmal das interaktive Video nehmen. Wenn ihr nämlich da auf Download geht, wo ist er hin, da ist er hin, wenn ihr hier auf Download geht, könnt ihr euch das natürlich auch runterladen und in H5P wieder hochladen und ihr habt schon alle Sachen, die hier vorher auch drin waren und könnt die einfach modifizieren und anpassen, falls euch vielleicht irgendwas nicht gefällt oder ihr noch eine Interaktion einfügen wollt. Ja, super zum Remixen und ich habe es vorhin erwähnt, das wird später noch einfacher, aber dazu vielleicht mehr im Workshop oder hier auf YouTube. Bis bald!